Können wir auch gleich mal eine setzen. Oh, du nimmst den Stein da. Das ist gut. Ich gebe mal ein bisschen Speed jetzt, dass wir schnell das Haus fertig kriegen. Du krieg mal ein Mädchen, weil wir brauchen jemanden, den wir dann an den Töpfer oder Steinmetz verheiraten können. Ich sollte diese bösen, bösen Worte nicht sagen. So, wir haben einen Wegweiser. Zeig mir mal deinen Einflussbereich. Ja, perfekto. Oh ja, einen Jungen bräuchten wir doch auch gleich, weil wir brauchen einen Träger für den Bäcker. Den brauchen wir schnell. Oh, dem Fischer sind schon mal die Rohstoffe ausgegangen. Das heißt, du wirst dann auch gleich schon mal umgeschult. Zum Farmer. Okay, Weizen wird reif. Gut. Oh, sehr gut. Ihr holt Nahrung, oder? Da oben vor den Bärensträuchern ist auch in Ordnung. So, du hast Töpfer erfunden, das heißt, du kannst jetzt wieder Lehm sammeln. Du wirst Farmer. Du kannst trainiert werden, das ist auch gut. So, du farmerst mal. Und wir kriegen Weizen rein, sehr schön. Das Einzige, was wir jetzt noch bräuchten, wäre Nahrung. Also Nahrung im Dreifamilienhaus. Nebenbei bauen wir schon mal ein Zweifamilienhaus. Hier hin. Werkzeugschreinerei steht schon lange leer. Naja, egal. Wir brauchen erstmal mehr Holz.
Gibt es hier oben, wo wir gestartet sind eigentlich? Ja, da gibt es auch Nahrung. Okay. Und wir haben den Müller erfunden. Sehr schön. Wir brauchen eine Bäckerei. Bäckerei, Bäckerei, Bäckerei. Hier. Ist zwar dann etwas weiter vom Brunnen weg, aber ist auch in Ordnung. Ja, und sobald die Bäckerei steht, machen wir unseren dritten Bauarbeiter endlich zum Steinmetz. Ja, Nahrung wird langsam ein knappes Spielchen hier. Oh, es kommt endlich mal Geschirr in dieses Haus. Es kommt zu viel Geschirr in dieses Haus. Gut, zieh du schon mal um, weil sobald die Bäckerei fertig ist, wirst du Bäcker werden. Du kannst trainiert werden, alles auf Nahrung. Ja, will. Ja, will. Ja, ja, will. Du bist erwachsen, du wirst gleich mal Träger. So, und du wirst Müller. Und du könntest aufhören, deine Haare zu richten, sondern einfach die Nahrung einsacken. Danke. Und sie kochen. Genauso wie du. Gott sei Dank, es kommt Nahrung rein. Ja, du bist hungrig, das können wir ändern. Okay, du stell mal... Holzwerkzeuge, 9 Stück her. Du isst da oben schön weiter. Wie viel Geschirr haben wir noch? Geht eigentlich so. Mach mal aber weiter Lehm erstmal. Sehr gut, er macht Holzwerkzeuge.
Auto ist mal noch teuer. So, das dürfte dir reichen, bis wir hier die Ecke aufgedeckt haben. So, ich denke mal, unsere Nahrungsprobleme sind fürs Erste gelöst. So, und du heirate endlich mal. Oh, ach ja, ich wollte dich ja übrigens zum Steinmetz machen. Und einen Schreiner bauen. Also eine Möbelwerkstatt. Hier hin. Ist okay. So, du fängst jetzt dann mal an, schöne Schuhe für alle zu machen. Du hast deinen Soll hergestellt, also wirst du wieder Holzfäller. Lehmsammler. Bäcker ist fertig, das ist gut. So, Ansgar wird jetzt Müller. Du wirst Steinmetz. Steinmetz und später Eisenschürfer bei dem Eisen. Achso, du bist gerade müde. Auch gut. So, ich denke, da alles jetzt mal läuft, können wir mal wieder einmal speichern. Und ja, ich hätte ihn zum Müller ausbilden können, aber... Wow, jetzt ist aber schön viel Weizen reif geworden. So, Möbelwerkstatt ist fertig. Das heißt, du kannst bald schreinern. Da ist Nahrung, also iss mal. Und die Leute werden mit Schuhen versorgt. Gut. Was halt etwas doof ist, ist, dass diese Schafe da so weit im Süden sind. Das heißt, wenn ich meinen Jäger irgendwann zum Schäfer mache, hat er ein ganzes schönes Stück zum Gehen.
Ja, wir haben den Steinmetz erfunden.